Ausschwärmen! Fangt sie ab! Warte. Willkommen zurück zu Uncharted. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Wasserturm. Allerdings haben wir keine Waffen bei uns und darüber hinaus sind da unten die ganzen Handlanger von Lazarevich. Deswegen müssen wir ganz lautlos hier vorangehen. Das war jetzt nicht unbedingt lautlos, aber trotzdem. Noch nicht. Fahren wir da verhältnismäßig leise. Na, nicht so, sondern ich möchte einfach nur drüber klettern. Und jetzt schnell hier rüber. Und dann nehmen wir uns erst den Typen auf dem Dach vor. Und dann haben wir wenigstens mal eine Waffe. Irgendwas gefunden. Hier ist nichts. Ich brauche eine Waffe. Oh, bis dann. Oh nein, die Pistole ist runtergefallen. Oh Mann, ey. Das ist typisches Glück, was man da in Videospielen hat. Na super. Okay, ganz ruhig. Okay, jetzt hatte ich ein bisschen mehr Glück. Viel besser. Und zwar ungeheures Glück. Da hinten ist so ein gepanzerter Kerl. Aber ich habe Granaten bei mir. Insofern probiere ich hier noch weiterhin lautlos vorzugehen. Damit ich hier nochmal genügend Munition habe. Ja, komm. Alles klar. Okay, gehen wir zu dem Wasserturm. Ich muss einen Weg hochfinden. Beeindruckt, dass ich sie alle allein geschafft habe? Beeindruckt ist nicht das richtige Wort. Okay, wie kommen wir hier weiter? Geschafft. Na, er sagt geschafft, aber sonderlich viel hat er da nicht geschafft. Moment. Kann es sein, dass wir da oben lang müssen? Okay, ich hätte auch direkt an der Häuserwand hochklettern können. Siehst du was? Das ist eine Feuerleiter, aber ich komme nicht ran. Okay, warte einen Moment. Ja, und da wäre auch direkt eine Leiter für uns gewesen. Okay. Alle Wege führen nach Rom. Tritt sie zu mir runter. Bitte schön. Hey, guck mal, was ich hab. Weiter geht's. Und dank dem Schatz haben wir auch den Weg gefunden, wie es hier weitergeht. Verschlossen? Sie hängt fest. Ich glaube, sie ist von der anderen Seite blockiert. Okay, ich suche einen anderen Weg. Und den Weg frei. Gute Idee. Das war das Stichwort. Ja, sehr witzig. Ich komme vielleicht vom Zirkus, aber du bist hinter Gittern. Das war das Stichwort zu klettern. Da hinten ist wieder eine Brücke. Hey, wie läuft's mit der Tür?
Bin noch am Überlegen. Kann ich da rüberspringen? Hey, sei mal ein Gentleman und öffne die Tür. Ja, ich hab's verstanden. Helfen Sie Elena beim Öffnen der Tür. Ach nee. Toller Tipp hier. Okay, zerschießen kann man die nicht, die Brücke. Hey, ich bin noch hier oben. Denk an die Tür. Okay, so langsam aber sicher wird sie nervig. Ah, okay. Ah, okay. Ja, fuck. Ja, bitte. Versuch's jetzt. Okay. Ja, okay. Das war jetzt ein hilfreicher Tipp. Bin beeindruckt. Oh nein. Hey, da ist jemand. Mist. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass man aus dem Winkel die Bretter erwischt. Die sind überall. Ich dachte eigentlich, dass ich weiterklettern müsste. Oh oh. Das waren wohl alle. Das ist der beste Ort zum Kämpfen, wenn man an einem Straßenschild hängt. Das wollte ich schon lange. Da hat sie doch was übersehen. Da wir mit unseren scharfen Adleraugen. Wir haben die Bretter schon gesehen. Naja, viel zu spät, aber. Zumindest haben wir den Schatz gesehen. Und da ist auch schon der Wasserturm. Super, wir sind beim Wasserturm. Ja, geschafft. Okay, runter. Oh. Gibt's auch einen Plan B? Ich arbeite dran. Da ist sie. Flynn hat sie. Hast du Zweifel? Nein. Okay. Ich glaube, die wollen aufbrechen. Wir müssen uns beeilen. Ich gehe da jetzt runter, allein. Nate. Warte, warte, hör mir zu. Du hörst nie zu. Du gehst jetzt darüber und holst uns einen von diesen hübschen Geländewagen. Hm. Du machst den Fahrer. Ich gehe da rein, schnapp mir Chloe und du kommst dann kurz danach. Mit dem Fluchtwagen. Mit dem Fluchtwagen. Ja, ist klar. Dir auch? Glaub schon. Los! Okay? Wow. Ja. Mal Vorsicht. Okay. Dann sehe ich dich. Okay, klingt doch alles ganz logisch. Sie nimmt den einfach. Dann nehmen wir wohl den schweren.
Kommen wir aber nicht so weit. Muss ich hier schon direkt aufs Haus? Also auf den Container. Haus ist gut gesagt. Ach, sehr gut. Meine Orientierungslosigkeit zahlt sich aus. Theoretisch könnte ich doch eigentlich hier hochklettern. Oh. Komm, du kannst auch wenigstens auf die Säcke. Und ich muss hier einfach mal ein Tor aufschieben. Nee, das kann ich aber auch nicht. Ich muss da rein. Ah, okay. Ja. Jetzt gehen. Jetzt ergibt es Sinn. Okay. Da oben ist eine Hebebühne. Von da oben sieht man besser. Da ist der Zug. Verdammt, wie komme ich da runter? Okay, da komme ich nicht drüber. Probier es aber nochmal. Ah, okay. Muss rausgeben. Schön, dass er umgegriffen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt wieder klappt. Das alte Ding bewegen. Gut, Nate. Das war nicht so auffällig. Ja, immer schön leise rein. Hat er perfekt hinbekommen. Oh Mann, da ist der Zug. Der fährt schon los, oder wie? Deswegen verpasse ich noch meinen Zug. Oh oh. Oh Mann, das ist das Scharfschützengewehr. Wollte ich eigentlich nicht. Oh oh, ich wollte eigentlich direkt zum Zug jetzt laufen. Kann ich das nicht?
Och, das sind ja richtig viele. Okay, scheinbar muss ich die Gegner doch erst ausschalten. Ich habe eigentlich gedacht, dass es eventuell so ein Event ist, bei dem man sich einfach nur beeilen muss, aber offensichtlich muss man sich erst hier durchkämpfen, nachdem Nate so richtig schön unauffällig war. Achievements hintereinander. Nicht, dass ich dem groß Beachtung schenken würde, aber trotzdem lustig. Oh oh, nicht das Scharfschützengewehr, Mann. Auch noch mit Miniguns. Der Zug ist weg, Chloe sitzt drin, Elena ist spurlos verschwunden. Jetzt noch diese Mutanten. Ein Plan C? Ja, gib Gas. Was? Ich springe auf den Zug. Bist du total verrückt? Fahr einfach nah genug ran. Das beantwortet meine Frage. Drück schon drauf! Und wie bitte willst du sie von dem Zug runterbekommen? So weit habe ich doch nicht geplant. Natürlich. Okay. Okay, auf geht's. Halt dich fest. Noch ein Stück. Warte. Jetzt. Spring. Da. Das war ja knapp. Tolles Wortspiel hier, zügiges Vorankommen. Chloe muss im ersten Waggon sein. Wow! Warum ist denn der da runtergefallen? Okay, ich muss vorsichtiger rüberspringen. Ich dachte eigentlich, der wird sich noch an der Kante festhalten, aber hat er nicht. Okay, wir wissen, was das bedeutet. Ist zum Beispiel jemand. Den wir aber schön lautlos ausschalten konnten.
62 Schuss, das geht noch in Ordnung. Erst schön in die Luft hauen und dann den Kerl. Jetzt wurden wir entdeckt. Tut mir leid, Jungs. Fahrscheinkontrolle. Okay, sauber. Verdammt, verschlossen. Ich muss anders nach vorn kommen. Ich sollte erstmal versuchen, nach unten zu kommen. Ja, andersrum ist es vielleicht besser. Da ist wieder einer mit einem Maschinengewehr. Wow. Jetzt schnell in Deckung. Oh oh. Moment, warum konnte man hier denn nochmal hochklettern? Gibt's da etwa einen Schatz? Oh Mann, 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 Mann. Lauf doch nicht so weit nach hinten, Drake. Oh, da gibt's ja immer noch Gegner. Gleich kommt die Kollegin. Ich hab ihn. Ach, verdammt. Oh, aber wir sind hier weiter vorne gespawnt. Das ist schön. Boah, da vorne ist noch ein Panzer. Vorsicht! Oh, das Problem hat sich von selbst erledigt. Und auch das wird sich lösen. Jetzt schnell nach vorne. Panzer? Wieso brauchen die einen Panzer? Gute Frage. Oh, jetzt an der Seite. Eieiei. Aber hier oben passiert uns nichts. Da sind jetzt wieder ein paar. Oh, schöne Gegend hier. Schade, dass wir hier nicht mal Urlaub gerade machen können. Was ist das?
Und schon wieder. Kommt aber auch echt immer zu den ungelegensten Zeitpunkten. Den besiegen. Ich bezweifle es eigentlich. Nicht mit dem Sturmgewehr. Oh nein, das klingt nicht gut. Oh oh. Oh, verdammt. Ich habe das Geräusch nicht gehört. Ich habe nur auf die Raketen geachtet. Ah, oh, nicht schon wieder. Sehr, sehr freundlicher Rücksetzpunkt hier. Och, komm. Ich habe ganz knapp verpasst jetzt diesen Punkt. Okay, da muss man sehr schnell sein. Aber hier noch nicht. Ach, an der Seite des Zugs. Gute Idee. Hey. Spiel ist schon recht clever, gibt gute Tipps. Und jetzt schnell rüber hier. Das klingt so ungesund. Jetzt steigt da die Besatzung aus. Das war eine schlechte Idee. Guter Wurf. Oh, sehr schön. Autsch. Ach nee, der ging daneben. Aber hier gibt's auch einen Schuss. Schnell. Okay, der hält mehr aus. Das war ja mal knapp. Mit dem nächsten Kapitel Tunnelblick machen wir dann das nächste Mal weiter. Puh, wir haben ein Heli abgehängt. Das war ja mal krass. Ja, der hätte uns das ein oder andere Mal fast erwischt, aber wir sind durchgekommen und wir arbeiten uns auf dem Zug weiter nach vorn. Ja, Elena hat uns jetzt verlassen, weiß aber theoretisch, wo wir hin müssen. Irgendwo im Himalaya ist der Eingang nach Shambhala. Und Chloe sitzt hier im vordersten Waggon. Auch sie werden wir nochmal suchen. Beim nächsten Mal geht's dann entsprechend mit Kapitel 14 weiter. Bis dahin, danke, dass ihr eingeschaltet habt und haut rein.